Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir besiegen mal diesen Wasserechsenviech da, weil das stört. Zack, 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 zack. Immer feste drauf, so muss das ausschauen. So, dann machen wir auch gleich den drüberen platt. So, eine Runde schwimmen und dann geht's schon. So, zack, immer Vollgas drauf. Da drüben haben wir einen Sandteufel, den machen wir auch gleich platt, zwei sogar. So. Und hin ist er. Und der nächste. Zack. Zack. Sehr gut. Oh, da ist noch ein dritter. Genau, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. So. Passt. So, dann schauen wir mal, ob sie Loot für uns haben. Schaut nicht wirklich danach aus. Dann würde ich sagen, wir sammeln mal die Hornmuscheln schön ein. Auch normale Muscheln sind dabei. So. Immer her damit. So, ist gut. Ah ja, da haben wir noch so ein Viech. Au. Boah. Autsch. Komm raus aus dem Wasser, ha, bitte. Ist gleich viel einfacher kämpfen. So. Au, 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 au. Okay, Boots. Heilt uns mal ein Stück. So, klar ist er ruiniert. Sehr gut. Ja, ja. Der kann motivieren, ha? Huh? Der Mut. So, warte. War hier was? Nein, hat nur so ausgeschaut. Hier haben wir noch eine. Ich glaube, dann haben wir mal auf der Seite alle. Halt, da ist noch eine. Ja, genau, hier geht's auch noch rein. Mit einer schönen Schildkröte. Und noch einer Hornmuschel. Und einem Goldsacki. Und einer Spitzhacke. Und Leonards Ausrüstung. Schau, schau, Schoschone. Da haben wir offensichtlich einen Questgegenstand gefunden. Mal schauen, wem das gehört. Leonard haben wir, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Wird aber sicher noch passieren. Das spüre ich im linken Hüftknochen. So. So, viele Hornmuscheln. Dann schauen wir noch da drüben, drüben. Ob hier noch welche liegen. Da liegt tatsächlich noch eine. Und eine Makibeere. Da oben war ich auch nicht. Ein Feuervogel gibt es da. Oh, doch, dumm war ich. Ich weiß schon wieder. Doch, doch, passt alles. Doch, doch, haben wir alles gemacht. So. Zack, zack. Immer auf die 12. So. Sehr fein. Na, was hast du mit... Ich wollte gerade sagen, was hast du mit Bones gemacht? Ah, dem geht's eh gut. Der steht nicht mehr auf. Sehr gut. Ja. So. Gut, dann bin ich... Genau, dann wollte ich die Muscheln aufmachen. Blunder, glaube ich. Hornmuscheln, genau. Da kann man ruhig durchklicken, weil es sollte normal nur eine Perle sein. So, drei normale Muscheln. Passt. Müssten wir das harte Spinnenbein haben wir, genau. Die schillernde Perle, genau. Sehr gut. Eine schillernde Perle. Mhm. Sie sieht fast wie ein Auge aus. Ja. Aber nur fast. So, dann können wir mal die Aussicht bewundern. Ach, wie schön. So. Und dann geht's schon weiter.
So, ich sollte vielleicht auch mal speichern zwischendurch. Nicht, dass mir da noch ein Unglück passiert. So. Ja, bitte. So. Und dann haben wir noch ein paar Feuervögelchen. Ich glaube, 2 oder 3 werden es wieder sein. So. Immer feste drauf. So. Ein Vieh weniger. Sehr gut. So, dann geht's da oben weiter. Mach schon! Mach ich mir eine Mütze! Autsch! Autsch! Mach ihn nieder! Zack! Zack! Und zack! Und nochmal! Au! Das hat das Viech jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Okay, passt. Sehr, sehr gut. So. War ich da drüben? Da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Oder doch? Obwohl doch, da war ich. Ich weiß schon wieder, die Skelette, die kommen mir schon bekannt vor. Passt schon. War mal alles, haben wir alles. Ja, gut, passt. Haben wir alles gefunden. Das Goldklärchen, davon sind wieder Feuervogelis. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen. Nein, nicht Mut hauen. Mann, er will immer Mut hauen, immer. Das ist unglaublich. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen. Ich verstehe sie einerseits, aber trotzdem. Das muss ja wohl nicht sein. So. Gerade um das gute Opferfleisch. Ja, ja. So, einen Einfluss können wir steigern, das wollen wir aber nicht unbedingt. So. Genau, drüben ist ein Riesenviech. Das habe ich ausgelassen. Das will ich eigentlich für später klatschen, wenn wir mehr Sachen von den Viechleins erbeuten können. Genau, und jetzt sind wir schon da. Zack. Hier habe ich nach dem Jadestück gesucht. Genau, und das Band der Herzen habe ich jetzt vergessen. Das war jetzt tatsächlich beim eingeborenen Dorf, ist mir gerade eingefallen. Scheiße. Das habe ich vergessen. Ja? Was? Ach, nichts. Ist. Ich sag lieber nichts. Der schaut schon so böse. So gut. Also, Jade. Dann müssen wir ein Stück jetzt in die Richtung schwimmen. Halt, da war eine Muschel, glaube ich. Jetzt wollte ich so schön elegant ins Wasser hüpfen und dann Muscheln. Und da ist, glaube ich, noch eine. Jawohl. So, aber jetzt. Blanche, 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 Blanche. So, ah, da kann man rennen. Sehr gut. Hier müsste jetzt irgendwo eine Höhle sein. Oder bin ich schon dran vorbeigeschwommen? Nein, ich glaube, da ist sie schon. Da ist sie schon, ja, ja. Hier sollten wir den großen Jadebrocken finden. Mach ihn nieder! Zack. Bam. Ja, würde ich auch sagen. Magischer Kristall, großer Jadebrocken. Ein besonders großer Jadebrocken. Die Spitzhacke. Den bewahre ich besser mal auf. Hat da oben irgendwas? Nein. Und dann bauen wir noch. Doch, hier war es, genau. Den habe ich gesucht, den Goldsack. Einen Ring gibt es auch, funkelnder Goldring. Ein paar Münzen, Goldsackerl und die Jade nehmen wir natürlich auch mit. So. Sehr gut. Und dann müssen wir noch, oder können wir noch die Insel hier erkunden. Das habe ich auch gemacht. Das werden wir auch machen. Da haben wir eine Blaukralle.
Ah, immer schön fester drauf. Autsch. Ich probier's ja schon. So. Oh, da ist noch einer. Autsch. Der hat mich gerade mit einer Kokosnuss, glaube ich, angeschmissen. Das gehört sich aber nicht, du kleiner Schelm. Sehr gut. Ja. Der sieht jetzt Sternchen. Da drüben die Feuervögel. Den können wir auch. Ja, ein andermal vielleicht. Oh! Autsch. Schau dir das an. Was ist mit dir? Komisches Viech. So. Plansch, plansch. So, immer fester draus. Der steht nicht mehr auf. Passt. Kannst du mich einmal heilen, bitte? Nein, dann halt nicht. So. Ah doch. Danke. Zu freundlich. Da drüben haben wir noch so ein Geschöpf. Hey, lass mir auch noch was übrig. Au. Au. Kämpf endlich. Autsch. So, gleich haben wir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann schauen wir mal, ob sie irgendwie... Ja, danke. Ob sie irgendein Gewächs gibt für uns. Ich glaube, da war nix. Da war nix. Da oben vielleicht. War da schnell was? Ich habe es vergessen. Dann schaue ich kurz nach. Na. Außer Gebüsch war hier nix. Okay. Dann werden wir mal eine Runde um diese Insel hier machen. Hier gab es nämlich auch noch eine Quest. Kuckuck. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Daneben, Gott sei Dank. Autsch. Autsch. Mach ihn nieder. Ich probier's ja schon. Au, 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 au. Au, 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 au. Kämpf endlich. Einmal was trinken. Au, oh, es ist schon gut. Ey, hallo? So, jetzt haben wir Konzentration, bitte. Zeig sie. Alter Schwede. So. Mach ihn nieder! Ja, bitte. Mach ihn nieder. So. Autsch. Und zack. Um das gute Opferfleisch. Ja, die geben nicht einmal Fleisch, was sehr komisch ist. So. Dann schauen wir mal weiter. Huch, da ist wieder eins. Zwei. Au, au. Bei uns, du darfst auch helfen. Mach schon. Jawohl, dann haben wir erwischt. Autsch. Zack. Au. Ja, ja. Ich kümmere mich schon um dich. Ich habe schon gemerkt, du brauchst unbedingt eins aufs Maul, du Mistviech. So. Zack. 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 Zack, zack. Autsch. 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 Bones. Bitte. Danke. So. Man muss ihn nur lieb bitten. Passt. Man muss ihn ja nur lieb bitten, dann geht das doch schon. So. Da oben war ein Kreuz, genau. Da war, glaube ich, auch was. Und, glaube ich, ein... Boah, da sollte ich, glaube ich, noch gar nicht hin. Ah, da ist, glaube ich, ein böses Ungetüm. Überlege ich gerade. Ist, glaube ich, nicht so klasse, da hinzugehen. Da.
Dann gehen wir hier lang. Bin sowieso gerade irgendwie komplett verkehrt. Komplett die andere Richtung gelaufen als beim letzten Mal. Ist ja wurscht. Schau, dann haben wir hier jemanden. Wer bist denn du? Schau, Leonard. Begrüße. Warte, du bist doch... Ja? Nein, du bist keiner von diesem Lumpenpack, oder? Ich glaube nicht. Vorsichtig, Freundchen. Wen nennst du hier Lumpenpack? Nein, ich bin auf der Durchreise. Ja, genau. Nein, ich bin auf der Durchreise. Gut, du siehst auch nicht aus wie einer von denen da draußen. Alles Verrückte, sag ich dir. Alles Verrückte. Besser, du kommst denen nicht zu nah. Was macht jemand wie du auf dieser Insel? Was macht jemand wie du auf dieser Insel? Ich bin Wächter der Magier und auf großer Mission unterwegs. Ich sammle Kristalle für die Magier. Mein Los fiel auf diese Insel hier. Tja, und wie du siehst, bin ich immer noch da. Erzähl mir mehr über die Magier. Erzähl mir mehr über die Magier. Das kann ich leider nicht tun. Die Magier sagten mir, ich solle besser den Mund halten und gar nichts erzählen. Dass du Kristalle sammelst, auch nicht? Verdammt, siehst du? Genau deswegen. Ich kann einfach keine Geheimnisse bei mir behalten. Und? Schon Kristalle gefunden? Und? Schon Kristalle gefunden? Ja klar, jede Menge. Ach verdammt, warum erzähle ich dir das eigentlich? Weil ich dich gefragt habe? Ja richtig, aber das geht dich doch eigentlich gar nichts an. Du bist halt ein ehrlicher Mensch. Ach verdammt, das hat mein Vater auch immer gesagt. Zeig mir mal deine magischen Kristalle. Zeig mal deine magischen Kristalle. Das könnte dir so passen. Du nimmst sie mir doch bestimmt weg, oder? Ich dachte eher an einen kleinen Handel. Na gut, ich sag dir was. Ich gebe dir meine magischen Kristalle, wenn du mir hilfst, meine Ausrüstung wiederzufinden. Okay, das können wir machen, weil wir haben sie eh schon dabei eigentlich. Okay, ich helfe dir, deine Ausrüstung wiederzubekommen. Sehr gut. Wie gesagt, ich lasse dann auch ein paar magische Kristalle springen, okay? Okay, hier ist die Ausrüstung für dich. Hier, ich habe deine Ausrüstung gefunden. Ah, war sie immer noch in der kleinen Höhle am Fuß des Berges im Norden? Ja, genau da. Großartig, dann kann ich ja jetzt meine Arbeit wieder aufnehmen. Vielen Dank, das lasse ich mich ein paar magische Kristalle kosten. Hier, nimm. Und nochmals vielen Dank. Wir haben zu danken. Hast du was zu verkaufen? Hast du sonst noch etwas, was du mir verkaufen kannst? Klar. Schau dir an, was ich habe. Ja, die Anhänger. Voodoo Alchemie Astralsicht. Brauchen wir so gesehen jetzt eigentlich nicht. Rezept für Trank der Überzeugung. Was kann das? Ja, wahrscheinlich Gegner überzeugen. Es gibt nur wenige Menschen, die du nicht umgarnen kannst. Aha. Feuerregen wäre auch cool. Aber wir müssen das Geld halt schon ein bisschen sparen. Sonst können wir uns sehr bald nichts mehr beibringen. Ich danke dir. Tschüssi, haben wir den jetzt auch geschafft. Sehr gut, dann nehmen wir ihm gleich die Jadesteine hier weg. Schauen wir mal, was er im Haus drin hat. Ein Fusel. Was? Ich dachte schon, ach, nichts, ist schon gut. Das ja, kann warten. Danke, ich dachte jetzt nämlich gerade, dass wir Ärger kriegen, weil ich das jetzt eingesagt habe. Noch ein Silberteller. Ein Teleportstein. Ein Krug. Eine Voodoo-Puppe. Gut. Die Truhe können wir auch probieren, ne? Die ist jedenfalls ganz einfach. Schnaps des Kämpfers, Zucker, Höllenhund beschwören, nehmen wir alles mit. Gut, gut. Wir könnten uns aber auch ein Weilchen ausruhen. Ah, du mal speichern, ist vernünftiger. So, und ja... Dann war da hinten, glaube ich, noch eine Kleinigkeit. Hammer, Schatulle und ein Schmiedehammer und ein Messer. Ja, Schmiedehammer ist sicher nicht verkehrt. Wenn man dann schmieden können, können wir vielleicht auch Sebastianos Schwert zusammenschustern.
Vielleicht war das auch schuld, dass ich die Quest nicht abschließen konnte. Vielleicht hätte ich dort schon schmieden können müssen. Das kann ich mir vorstellen, aber jetzt ist es zu spät. So. Dann würde ich sagen, wir machen hier bei den Äffchen weiter. Los doch! Los doch, genau. So, zack. Au. Jawohl. Drei sind sogar. Hervorragend. Au. So. Immer fester drauf. Zeig's ihm! Au. Au. Bei uns? Okay, er heilt uns mal. Das ist supi. Ja, bitte. Die schaut zwar nicht so schön aus, aber wenn du unbedingt willst. So. Ja. Die haben nach wie vor nichts für uns, ne? Okay. Dann gucken wir mal kurz noch da hinten. Vielleicht wächst hier ein Blümchen. Oder vielleicht ist ein Geldsacki versteckt. Na, schaut nicht so aus, ne? Nein. Ist einfach nur jemand gestorben und hat nichts hinterlassen. So. Gut. Dann schauen wir uns weiter um, ne? Eine Maki-Beere sehe ich schon glänzen. Hier. Jetzt können wir da oben weiter oder... Hä? Da steht ja jemand. Moment. Moment. Kommt uns diese Dame nicht irgendwie bekannt vor? Patty. Du? Aber du lebst. Oh. Du Mistkerl. Was? Ich dachte, du wärst tot. Was zum... Waren wir auch? Ganz offiziell? Das Meer ist der natürliche Feind des Menschen. Das weiß jede Wasserleiche. Haha, sehr witzig. Sehr witzig. Verdammt. Wie kann das sein? Du warst doch tot. Ja, ich weiß, aber ich lebe noch. Aber... Ich habe dich begraben. Es ist etwas komplizierter. Da bin ich ja mal gespannt, wie du mir das erklären willst. Also, erstens einmal, ich bin seelenlos. Ich habe meinen Geist verloren. Ja, klar. Das habe ich schon immer gewusst. Nein, hör zu. Es ist ernst. Das Schattenreich greift nach mir. Ich habe nur eine kurze Gnadenfrist. Wer weiß, wie lange. Ich bin nur noch eine wandelnde Leiche. Rede nicht so einen Unsinn. Du stehst doch völlig lebendig vor mir. Vertraue deinem Bruder. Es ist wahr. Verdammt, halt endlich die Klappe. Boah. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen. Boah, na blöd ist sie nicht. Also vertraue deinem Bruder. Vertraue deinem Bruder. Es ist wahr. Ich komme auch noch nicht so gut damit zurecht. Ich muss meinen Geist wiederfinden. Sonst widerfährt mir noch Schlimmeres als der Tod. Na schön, aber... Wie? Ich weiß es noch nicht genau. Ich arbeite noch daran. Ich könnte dabei deine Unterstützung gebrauchen. Aber natürlich. Jetzt, wo du da bist, gehe ich dir nicht mehr von der Seite. Hurra! Wo ist dein Schiff? Ja. Ich habe keins. Also, besser gesagt, nur eine Schaluppe. Ich habe eine Schaluppe. Schaluppe? Ja. Du brauchst ein Schiff. Ich weiß, aber ich kann es mir ja nicht aus den Rippen schneiden. Dann werde ich hier auf Kila warten, bis du ein ordentliches Schiff hast. Bei dem kleinen Ding bin ich dir doch nur unnötiger Ballast. Du würdest niemals ein Ballast sein, Schwesterherz. Wie bist du nur auf Kila gelandet? Wie bist du nur auf Kila gelandet? Nach deinem... Naja, die Scheiße an der Krabbenküste eben... bin ich nach Takarigua gefahren. Doch dort waren diese verdammten Schatten schon überall. Sie hätten uns fast erwischt. Doch wir konnten fliehen. Ich habe Boos und seine Männer noch nie so schnell Segel setzen sehen. Warum bist du nicht bei Boos und seinen Männern geblieben? Warum bist du nicht bei Boos und seinen Männern geblieben? Vergiss es.
Schon während der Überfahrt hat Boost das Kommando an sich gerissen. Und als wir an Land gingen, wurde es immer schlimmer. Einer ging des Nachts in eine dunkle Höhle und kam nicht wieder. Ein anderer gaffte mich ständig an und verfolgte mich überall hin. Und immer wieder dieser Kerl, der am Lagerfeuer stand und das Ende der Welt predigte. Auf der kleinen Insel auf der anderen Seite der Bucht war ich sicherer. Ja klar, da hast du deine Ruhe, ne? Von diesen Lüstlingen. Du hast unser altes Schiff Boos Männern überlassen. Bist du des Wahnsinns? Du hast unser altes Schiff Boos Männern überlassen? Wie ich schon sagte, ich musste vor ihnen fliehen. Das Schiff war mir da ziemlich egal. Ich habe mich um Slim gekümmert. Dieser Schuft ist schuld an dem Schlamassel auf der Krabbenküste. Wegen ihm hätte ich dich fast für immer verloren. Er wird so schnell niemanden mehr in die Irre führen. Und was macht dich da so sicher? Weil ich ihm garantiert keine zweite Chance geben werde. Gut, denn wenn einer meinen Bruder umbringt, dann bin ich das. Aha. Na, besten Dank. Jetzt hab dich nicht so. Na dann, komm mit. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Okay, dann halt nicht. Ja, ist klar, man kann nur einen mitnehmen, ne? Wenn wir ein Schiff haben, können wir hier hin wieder schwimmen. Wahrscheinlich wird sie hier warten auf uns und können sie dann mitnehmen. Ich hoffe nur, dass wir unser altes Schiff wieder kriegen, weil es ist schon irgendwie cool. Das gefällt mir vom Design her. Das wäre toll, wenn wir es wieder haben könnten. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir hier die Insel noch ein bisschen weiter erkunden. Das heißt, wir tun jetzt mal speichern, weil das war jetzt ja sehr erfolgslastig, sagen wir mal. Und wir gehen jetzt weiter hier der Insel entlang. Oh, Patty kommt auch helfen, muss aber gar nicht, Schwesterchen. Siehst du, wir können das ganz gut. Richtig. Da war irgendwo eine Muschel. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Patty geht trotzdem mit. Jetzt hat das gerade so komisch ausgeschaut. Da ist sie. Da ist die Musche. Und noch ein Sandteufelchen. So. Bei uns, was machst du da? Alles gut. Mach dir Lauftraining. So, machen wir noch einen. So. Und zack. Gut so. Sehr gut. Okay, der hat nach wie vor nichts für uns. Gibt es da hinten irgendwas Verstecktes? Nein, leider nicht. So. Hier irgendwas? Ja, zumindest mal eine Muschel. Jetzt werden uns gleich wieder Sandteufel angreifen. Zack. Hoppala. Wieder ein Mut verhaut. Oje. Oh, dass sie den nochmal einbauen, ey, es ist unglaublich. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Wer Gothic 1 kennt, kennt auch Mut. Der hat damals schon genervt. Ein Vieh weniger. So. Hier scheint auch nichts zu liegen. So. Passt. Dann haben wir hier das nächste. So. Zack. 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 Das tat weh. Wir haben nichts zum Besprechen, Freund. Lass den Mann arbeiten. So, da oben wird es auch raufgehen. Ich würde sagen, wir machen noch kurz den Strand hier. Ja, der Part ist eh gleich zu Ende. Zack, zack, zack. Das ging schnell. Ja, das ging schnell. Muschel und noch eine Muschel. Und da vorne haben wir nochmal eine Rüschengrappe. Zack. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part nach dem Viech. Oder wir machen den Sandteufel noch.
Nicht noch diesen Abschnitt. Sauber. Da hast du recht. Ja, machen wir den Sandteufel noch da vorne. Halt, da ist noch eine Muschel. Oh, es sind zwei. So. Der steht nicht mehr auf. Ja, das ging gut. Um nicht gleich zu sagen, sehr gut. Zack. 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 Mach ihn nieder. Und nochmal. Sehr gut. Ja, ja. So. Passt. Die Muschel sammeln wir noch ein. Und ich glaube, das war's dann für heute. Ja, das schaut gut aus. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Auch die Krabbe winkt. Tschüssi.